Ist es das? Ist es das? Oder das? Jeder von Ihnen hat vielleicht eine andere Idee in diesem Moment. Was haben ein international anerkannter Star-Dirigent und hunderte deutsche Kommunalpolitiker gemeinsam? Sie alle müssen führen können. Der eine ein Orchester, die anderen ihre Mitarbeiter in ihrer Kommune. Und das ist nicht immer eine leichte Aufgabe. Für die Projektleiterin der Bertelsmann Stiftung Kirsten Witte ist der Zeitpunkt des Kongresses daher auch gut gewählt. Wir haben dieses Jahr 8 Kommunalwahlen und das ist meines Erachtens ein idealer Zeitpunkt, sowohl bei der Verwaltung und den Bürgermeistern als auch bei der Bevölkerung eine Sensibilität dafür zu erzeugen, wie wichtig die Personen und Persönlichkeiten in der Kommunalpolitik sind. Vieles kann man erreichen über Managementmethoden und Fachinhalte, aber letztlich hängt die Frage, wie erfolgreich eine Kommune geführt wird, eben an der Qualität der Führung. Denn gerade Qualität der Führung zeigt sich besonders in schwierigen Zeiten. Angesichts der weltweiten Finanzkrise sind nicht nur Tatkraft und Standhaftigkeit gefragt, sondern vor allem Glaubwürdigkeit. Und da punkten laut einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen vor allem die Politiker. Wir erleben gerade angesichts der Wirtschaftskrise eine Wiederbelebung des Politischen. Das Ansehen der wirtschaftlichen Eliten, die ja früher auf der Ansehensskala ganz weit oben standen, ist deutlich zurückgegangen. Das ist nicht weiter verwunderlich, aber seltsamerweise profitiert das Ansehen der Politiker dadurch. Und von daher haben wir hier ja auch das, was wir auf der Bundesebene schon beobachten können, nämlich dass die Bundesregierung eigentlich in ihrem Ansehen durch die Wirtschaftskrise profitiert. Auf 4 Foren diskutieren die mehr als 700 Teilnehmer ihre Erfahrungen. Dabei geht es um so unterschiedliche Themen wie Führen statt Verführen, Integration 2020, glaubwürdig, kompetent und wählbar und Web 2.0, neue Formen der Beteiligung. Vor allem für die junge Generation ist das Web Hauptinformationsquelle und so müssen neue Wege gegangen werden, um der Politikverdrossenheit unserer Jugend entgegenzusteuern. Siehe jetzt der amerikanische Wahlkampf, wo myobama.com oder auch die ganzen Videos, wo Reden von Obama musikalisch vertont worden sind in Remixes, eine ganz andere Bedeutung entwickeln. Ich glaube, damit entsteht auch eine Chance, dass die Schwelle sinkt. Ob es deswegen einfacher ist, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, man muss diese Kanäle verstehen lernen, damit umgehen lernen, vor allem experimentieren wollen. Wenn man das tut, dann sind, glaube ich, die Renditen in Anführungszeichen hoch. Insofern, dass dann auch Jugendliche oder andere gewonnen werden, die vorher überhaupt kein Interesse hatten. Viele Kommunen müssen jetzt umdenken, auch um der anhaltenden Finanzkrise die Stirn zu bieten. Einige von ihnen jedoch haben schon vor Jahren eigene Wege eingeschlagen. Kommunen bereiten sich vor, vorausschauend, nicht nur reagieren, sondern vorausschauend. Wie wird unsere Gesellschaft in 20 Jahren sein? Was bedeutet das heute schon? Der demografische Wandel, überall beschrieben, überall diskutiert. Aber wer macht tatsächlich heute schon eine aktive Politik, dass wir Barrierefreiheit haben, dass wir andere Wohnformen schaffen beispielsweise, dass häusliche Pflege so lange wie möglich gesichert sein kann, ohne dass man sagt, ja, da müssen erstmal die Pflegegesetze geändert werden, da muss das Pflegegeld geändert werden und. Man kann natürlich auch sagen, man wartet unten ab, was oben alles passiert, oder man kann aber auch selber schon mal für sich Überlegungen anstellen, wie der demografische Wandel zu bewältigen ist. Jetzt ist Eigeninitiative und Kreativität gefragt. Von den Kommunen, den Ländern und dem Bund, aber auch von jedem Einzelnen.